Leute, ich habe Töpfe und ich komme überhaupt nicht drauf klar. Aber meine Haare haben mich heute so genervt, ich musste irgendwas damit machen. Auf jeden Fall, ich habe heute ein neues Dupes-Video für euch. Ich habe nämlich in den letzten Monaten wieder so ein bisschen gesammelt. Und ich kann euch nur sagen, ich habe schon viele Dupes-Videos gedreht, aber diesmal bin ich so mega begeistert von den Dupes, die da rumliegen. Und das Beste vorweg, ich glaube, es gibt nur zwei teure Produkte, die ich wirklich viel besser finde als die Dupes. Ansonsten kann ich alle von den Sachen empfehlen und ich freue mich schon mega, sie euch zu zeigen. Ich bin immer so ein bisschen hyper vor Dupes-Videos. Ja, kennt ihr schon wahrscheinlich. Egal. Los geht's. Okay, ich habe hier einmal auf der teuren Seite die Better Than Sex Mascara von Too Faced und die L'Oreal Paradise Ecstatic aus der Drogerie. Also von der Verpackung sehen die vielleicht nicht so identisch aus, aber die Bürstchen sind sich sehr ähnlich. Und ich fand die Better Than Sex Mascara auch wirklich gut. Ich habe die von Too Faced zugeschickt bekommen, habe sie jetzt fast aufgebraucht. Und dann habe ich so im Internet geguckt, was es für Dupes dazu gibt, weil die halt doch relativ teuer ist. Und bevor ich sie nachkaufe, dachte ich, gucke ich nach Dupes. Dann habe ich die hier gefunden, habe mir die gekauft und oh mein Gott, ich finde die sogar wirklich noch besser als die von Too Faced, weil die Formulierung noch ein bisschen flüssiger ist, wodurch ich finde, dass sie sich besser schichten lässt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt. Vielleicht ist es auch das Bürstchen, keine Ahnung. Aber ich finde sie sehr, sehr gut. Und ich trage sie auch heute und auch in meinen letzten Videos. Ich bin echt begeistert davon. Das ist eine der besten Mascaras, die ich jemals aus der Drogerie hatte. Oder generell hatte. Und da würde ich echt sagen, selbst wenn die immer gleich viel kosten würden, ich würde mich einfach immer dafür entscheiden. Und das ist jetzt nicht so häufig bei Dupes, finde ich. Weil manchmal ist man ja bereit, so ein bisschen Qualitätsverlust hinzunehmen, wenn halt der Preisunterschied groß ist. Aber hier, ja, würde ich halt echt den Punkt an das Drogerieprodukt geben. Ey, wir machen weiter mit diesen beiden hübschen Paletten hier. Oh mein Gott, als die bei mir angekommen ist, ich war echt so. Das ist die Naked 3 Palette. Nicht die neueste, diese Naked Heat, weil die von den Farben jetzt nicht so ganz mein Ding war. Und die hat halt so diese rosa Töne und ich liebe rosa. Das passt auch eigentlich immer ganz gut zu so bräunlichen Haaren und so. Und vielleicht habt ihr schon davon gehört, es gibt eine Marke bei Rossmann. Ich glaube, die ist relativ neu bei Rossmann reingekommen. Und zwar Makeup Revolution, glaube ich, heißen die, genau. Und die machen ganz viele Dupes zu den Naked-Paletten. Also es gibt zu der 1, zu der 2 und ich glaube auch zu diesen Basic-Paletten Dupes. Und die sind wirklich so gleich, dass man da auf gar keinen Fall an einen Zufall glauben kann. Ich habe mir auch vor diesem Video die Mühe gemacht und habe alle 12 bzw. 24 Lidschatten schön auf meinem Unterarm geswatcht. Wundert euch nicht, ich habe irgendwo hier angefangen, bin dann runtergegangen und habe gemerkt, mein Unterarm ist irgendwie zu kurz und musste dann wieder oben ansetzen, weshalb oben jetzt irgendwie diese dunklen Farben sind. Ja, egal. Henrik hat mich für verrückt erklärt, als ich mit den ganzen Streifen rumgelaufen bin, aber auch das ist egal. Jedenfalls, wie ihr vielleicht bei den Swatches seht, die Farben unterscheiden sich so beim ersten Mal auftragen gar nicht so sehr voneinander. Also da war ich schon echt erstaunt. Aber dann kommt jetzt der Punkt, weshalb ich euch trotzdem... Au! Ich habe mir den Finger geklemmt hier zwischen. Mann, und ich wollte dich gerade empfehlen, Naked 3. Aber die Qualität von den Lidschatten ist einfach so hervorragend. Die sind so buttrig weich, die lassen sich so schön verblenden. Ich finde einfach, sie verhalten sich dann später auf der Haut, wenn man sie wirklich verblenden möchte und so einen etwas intensiveren Look schminken möchte, ganz, ganz verschieden. Also da kann das für 5 Euro halt leider nicht mithalten. Und eigentlich will ich die Palette gar nicht so schlecht reden, wie ich es gerade tue, weil ich trotzdem finde, für 4,99 €, dafür, dass man die in jedem Rossmann bekommt, ist es eigentlich trotzdem noch für junge Mädels ein schönes Produkt, weil ich hätte mir echt, als ich jetzt so in der Schule war, irgendwie 7., 8. Klasse, niemals eine Palette für 55 € gekauft oder auch nur zu Weihnachten gewünscht oder so. Ist das einfach echt viel Geld für Make-up. Deswegen, wenn ihr eher so ein etwas leichteres Make-up schminkt, dann ist die bestimmt ausreichend und dann werdet ihr Spaß dran haben und könnt es mal ausprobieren. Und für alle, die halt vielleicht sich ein schönes Weihnachtsgeschenk wünschen oder sich einfach sowas gönnen möchten, damit werdet ihr nicht enttäuscht. Selbst wenn ihr ganz hohe Ansprüche an eure Lidschatten habt, ich finde, die sind von der Pigmentierung und vom Auftragen einfach wundervoll. Habt ihr gemerkt, dass ich leicht verliebt bin? Oh Gott, wie kann man so viel Zuneigung für eine Lidschattenpalette haben? Okay, wir machen weiter mit diesen beiden hier, die sich auch leuchtähnlich sehen. Weiß nicht, ob die alle von euch kennen werden. Das ist eine Bronzing Make-up Base. Also eigentlich etwas, was man unter die Foundation aufträgt als Bräunungsbasis, woran ich mich nie halte. Ich mache das irgendwie immer danach drauf. Ich weiß nicht wieso. Wahrscheinlich Gewohnheit. Auf jeden Fall ist das das Soleil Town de Chanel. Und hier habe ich von dieser Firma W7, die es ja bei Amazon gibt.
Ich weiß nicht, ob es das in Läden so gibt. Ich glaube nicht. Auf jeden Fall ist das die Make-up & Glow Bronzing Base von W7. Werde ich euch auch unten verlinken, weil ich auch echt finde, dass das ein super gutes Dupes-Produkt ist. Eigentlich unterscheiden die sich für mich nur in der Farbe und ich glaube, darauf kommt es am Ende auch an, wenn ihr euch halt für eines davon entscheiden wollt, weil ehrlich gesagt passt mir im Moment die Chanel-Farbe besser. Die ist nämlich heller und vor allem etwas aschiger. Aber im Sommer wäre ich super, super gut mit dem V7-Produkt ausgekommen und ehrlich gesagt geht es jetzt auch, weil es super zu verblenden ist. Ich trage es auch heute überall auf dem Gesicht, es ist nur dieses V7-Teil. Es ist ein wärmerer Ton als bei Chanel, aber beide verhalten sich super schön und weich und zart auf der Haut. Ich kann die beide prima verblenden mit einem Buffing-Pinselteil. Eigentlich kann ich die nur dann nicht empfehlen, wenn ihr echt ganz, ganz helle Haut habt, vielleicht noch hellere als ich, weil dann wird es euch zu dunkel sein, dann werdet ihr unzufrieden sein, glaube ich. Ansonsten finde ich beide Produkte super schön. Okay, unser nächstes Dupes-Pärchen sind diese Highlighter hier. Und der hier, ohne Witz, ist so alt. Ich glaube, 3,5 Jahre lang habe ich den schon. Das war eines meiner allerersten MAC-Produkte. Soft and Gentle von MAC. Also das ist so ein Mineralized Skin Finish, ein gebackener Highlighter. Und ich liebe den wirklich. Das ist eines meiner Lieblingsprodukte überhaupt. Ich habe den so häufig benutzt und guck mal, wie viel da noch drin ist. Also der wird mir noch 10 Jahre oder sowas halten, ohne Witz. Ich weiß nicht, ob ich den dann noch benutzen sollte, aber wahrscheinlich werde ich es machen. Und dann habe ich irgendwo im Internet gefunden, dass es halt von e.l.f. ein sehr gutes Dupe geben soll. Und naja, die sehen sich schon ziemlich ähnlich, habe ich mir gedacht, habe den dann sofort bestellt. Werde ich euch auch unten verlinken, wenn ihr Interesse dran habt. Und außer wenn man die nur auf dem Finger swatcht, sehen die auch sehr, sehr ähnlich aus. Wobei ich da sagen würde, das MAC-Highlighter-Teil ist etwas rosiger, ein ganz kleines bisschen. Aber trotzdem sehr ähnlich. Nur das Problem ist, die verhalten sich im trockenen Zustand sehr unterschiedlich. Also gebackene Produkte soll man ja durch Wasser so ein bisschen aktivieren. Also man kann sie auch trocken benutzen, aber wenn man es halt so richtig intensiv haben möchte, braucht man eigentlich Wasser. Und ich bin eigentlich immer zu faul dafür. Deswegen mache ich das nie bei dem MAC Highlighter und trage den einfach nur so auf. Und das funktioniert auch super, super gut. Wenn ich das aber versuche mit dem hier zu machen, dann klappt das leider nicht so gut, weil der kaum was so richtig auf das Pinselchen überträgt und dann habe ich nur so einen ganz leichten Schimmer auf den Wangen, das ist mir nicht genug. Dann habe ich das aber versucht mit Wasser aufzutragen, habe meinen Pinsel angefeuchtet und es ist so, so schön auf die Wangen drauf gekommen. Ich trage den auch heute, ich hoffe, man sieht es noch. Auf jeden Fall, der Effekt ist mega schön, nur man muss sich halt die Mühe machen, das Pinselchen anzufeuchten. Und dann ist es halt auch, finde ich, ein super gut gelungenes Dupe, nur muss man es halt nass verwenden. Ich hatte euch ja am Anfang von dem Video gesagt, dass ich eigentlich nur zwei von den teuren Produkten wirklich richtig deutlich besser fand. Und ja, einmal war das halt bei der Naked 3 Palette und jetzt kommen wir zu Nummer 2 und zwar ist das bei diesem Lippenstift hier von MAC, der nach dieser Farbe Faux mein, glaube ich, am zweitmeisten getragener Lippenstift überhaupt ist. Das ist die Farbe Kinda Sexy, das ist einer von den matten und dann habe ich auch im Internet gefunden, dass es dazu ein sehr gutes Dupe geben soll und zwar von Wet n Wild. Wobei es die Marke auch nicht nur im Internet gibt, sondern so ganz viele Edekas und Reves haben die. So, und hier habe ich auf der anderen Seite einen Lippenstift von Wet n Wild in der Farbe Just Peachy. Ich habe irgendwo so Fotos davon im Internet gesehen und dachte so, wow, die sehen sich so ähnlich und es wäre so cool, wenn das echt ein gutes Dupe wäre. Auf jeden Fall kam dann der Lippenstift an und ich war so ein bisschen enttäuscht, weil ich fand irgendwie auf den Fotos im Internet sahen sich die Farben viel ähnlicher, als sie dann wirklich so sind. Okay, sie sind halbwegs ähnlich, aber ich finde jetzt nicht so wirklich, dass das Dupes sind. Da sind meine Ansprüche echt ein bisschen höher. Natürlich habe ich den dann trotzdem aber ausprobiert und dann war ich so enttäuscht, weil ich bin einfach diese Cremigkeit von den MAC-Lippenstiften gewöhnt und ich habe mir schon gedacht, dass es nicht so gut sein kann, aber ich habe wenigstens so eine, sagen wir, Essensqualität halt erwartet, die ja wirklich okay ist und leider ist der zu trocken für mich und die Farbabgabe war nicht so gut. Was aber nicht heißt, dass ich die Marke generell nicht mag, weil ich finde, die haben zum Beispiel super schöne Lidschatten und ich habe auch andere Lippenstifte von denen, die ich viel besser finde. Irgendwie war das nur halt so ein Fail. So, und wie irgendwie immer bei meinen Dupes-Videos kommen wir jetzt am Ende zu den Nagellacken. Hier habe ich nämlich zwei Dupes, die echt super ähnlich sind. Und ich fange mal mit dem an, den ich auch gerade auf meinen Fingernägeln trage. Das ist nämlich einmal von Sally Hansen, die Farbe 374 Mauve Long und von Maybelline aus der Color Show Serie 301 Love This Sweater. Übrigens, ich weiß nicht, woran es liegt, ich glaube aber an der Qualität von diesem Nagelradteil. Irgendwie hat sich auf allen
lackierten Flächen so eine komische Struktur gebildet. Das liegt nicht an den Lacken. Ich weiß nicht, wieso das passiert ist. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber sie ist da. Aber ihr seht ja, die Farben sind wirklich super ähnlich. Und ich war bei dem Auftragen bei beiden Nagellacken sehr zufrieden. Ich finde den Pinsel bei Sally Hansen ein kleines bisschen angenehmer. Der ist etwas fluffiger, etwas dicker. Aber dafür ist der Nagellack halt auch sehr viel teurer. Und man muss wissen, ob einem das halt das Auftragen sozusagen wert ist. Und dann habe ich noch als letztes diese beiden hier. Der hier wurde mir von Essie mal zugeschickt. Das ist Truth or Bear. Und von P2 gibt es einen Nagellack, der auch wirklich sehr ähnlich ist, nämlich 780 Movinat. Die sind von der Farbe nicht ganz exakt so gleich wie das Pärchen vorher, aber trotzdem finde ich gut genug, um ein Dupe zu sein auf jeden Fall. Und ja, was soll ich sagen? Man kommt mit beiden gut klar. Ich weiß nicht, ich habe von beiden Firmen sehr viele Nagellacke, die ich mir halt auch selbst gekauft habe, von P2 und von Essie. Ich mag beide. Auf jeden Fall könnt ihr mir gerne mal eure Erfahrungen mit Nagellacken aus der Drogerie in die Kommentare schreiben. Ihr habt bestimmt auch schon einiges ausprobiert und ich glaube, das ist halt bei jedem verschieden und manche werden Essie besser finden, manche P2. Ich finde auf jeden Fall beide Farben sehr, sehr schön und ich mag auch beide und ja. Auf jeden Fall, das waren meine Dupes für heute und ich hoffe so sehr, dass sie euch gefallen haben. Hier und hier findet ihr jetzt noch meine letzten Videos und außerdem habe ich euch hier auch noch meine Social Media Accounts gelistet. Findet ihr aber auch alles in der Infobox wie immer, weil deswegen ist die Infobox da. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Ciao!